Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Casino. Wir werden uns heute weiter mit unserer High-Limit Gambling Zone beschäftigen. Müssen mal gucken, ob die überhaupt ankommt oder nicht. Halten wir denn noch Werbung? Und natürlich auch eine Geschichte, dass wir vielleicht gucken, so gut es geht, die Leute hier hinzubekommen. Schalten wir nicht. Okay, das habe ich gestern auch schon festgestellt, dass nicht ganz so viele Leute gekommen sind. Deswegen würde ich das jetzt einmal machen. Ich würde sogar mal das Höchste hier nehmen, in der Hoffnung, dass halt so viele wie möglich kommen. Damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass hier jemand in unsere Gambling Zone reingeht. Wenn ich mir das nämlich angucke, 6600 per Day. Das wären bei uns gerade mal 66 Umdrehungen am Automaten, diese, wo sie nichts gewinnen. Also gar nicht mehr so viel. Ja, wir wollen die Gambler natürlich haben für diesen Bereich jetzt hier. Ich glaube, ich würde erstmal auch mit dem kostenlosen, also mit dem günstigsten gehen. Machen wir mal 5 Tage. 33.000. Perfekt. Das kostet jetzt Geld. So, Roulette. Nein, oder auch nicht? Doch. Wusste nur noch nicht wohin. Wie ist das denn bei dem Roulette? Was kann ich hier jetzt einstellen? Wir haben ja hier einiges, was wir einstellen können. Bei den Table Games bzw. auch beim Roulette-Tisch. Und da stand auch, haben wir gestern gesehen, sonst zeige ich euch das gleich auch nochmal ganz kurz, dass das auch bei den Table Games zählt, dieses High Limit. Aber ich sehe hier leider nicht, was so der Mindesteinsatz ist. Also klar, wir sehen hier das Payout, also das Verhältnis. Aber ich sehe nicht, wie teuer einmal spielen ist. Total klappt mir das. 1100 haben wir. So viele Leute haben hier schon was verloren. Okay. Du hast jetzt, glaube ich, zweimal gespielt. Kann ich das hier irgendwie sehen? Oh, da ist sogar ein bisschen zu viel. Achso, vielleicht haben die gerade nachgelegt und weil noch irgendwie 240 Euro Rest waren. Chips won, $22. Payout. Ja, also da bin ich noch überfragt, wie das funktioniert. Müssen wir hier mal auf die Automaten vertrauen. Weil wir könnten ja auch fast sagen, die einen sind 100, die anderen sind 50, dass wir nicht zu teuer werden. Weil wir haben sonst 10 gehabt als Maximum. Ich glaube, ich würde hier ein bisschen runterschrauben. Da ist der Hausvorteil auch nicht so hoch. Ne, wenn der Hausvorteil nicht so hoch ist, dann sagen wir aber auch 33% noch. Alle in der Reihe. Selbes Game sollte ich jetzt nicht machen. Dann stellt sich zu viel um. Haben die genau zu über 50, also zu 50,05% die Möglichkeit, was zu gewinnen. Aber wir müssen halt nicht ganz so viel einsetzen. Aber wir hätten den Jackpot auch runterdrehen können. Aber ich glaube, dann kriegen wir schnell Probleme mit dem Hausvorteil. Ich lasse das erstmal so und hoffe einfach, dass keiner gewinnt. Bisschen gnädiger hier in der Reihe. Gut, haben wir das auch? Ja, dann haben wir jetzt hier unseren Roulette-Tisch. Dann würde ich hier vielleicht noch im Eingangsbereich irgendwas machen, wo vielleicht ein bisschen mehr Stimmung herrscht. Weil beim Roulette, hatte ich gestern auch erwähnt, das kennt man so aus den Videos, da stehen viele Leute drumherum und gucken auch einfach nur und feuern die an. Beim Pokern will man ja eher seine Ruhe haben. Blackjack auch eher Ruhe. Das kenne ich nicht. Craps Table. Ah, das ist Würfeln, oder? Habe ich noch... Also steht ja da auch. Dice Rolling Game. Kenne ich gar nicht. Also ich weiß, dass es irgendwie Würfeln gibt. Zwei von der Wand weg. Okay, hier wird ja auch eine Wand hinkommen. Eins, zwei von der Wand weg. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie Würfeln funktioniert. Ich muss auch gestehen, so Brettspieler, so wo es ums Würfeln oder aufs Würfeln ankommt, spiele ich ziemlich ungern, weil ich Spiele schon gerne beeinflussen möchte.
Ich glaube, würfeln wäre so gar nichts für mich, wo es einfach nur darum geht, ob du Würfelglück hast oder Würfelpech hast. Da lieber doch sowas wie Blackjack oder so, wo man ein bisschen beeinflussen kann. Ja, und jetzt müssten wir einfach jeden Tisch einmal hinsetzen und irgendwie hoffen, dass die Geld bringen. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Natürlich jetzt auch wieder immense Kosten, wenn wir jedes Gerät kaufen. Eins. Ein. Nee. Wie viel Platz habe ich denn dazwischen? Eins, zwei, drei. Ich glaube, beim dritten, wo wir platzieren könnten, würde ich das jetzt machen. Wir sind so viel im Minus. Da störe ich mich jetzt mal nicht daran, wie viel wir im Minus sind. Ja, ich weiß, das wird am Ende auch nicht der schönste Bereich. Eigentlich müsste man nochmal jeden für sich so ein bisschen abkapseln, aber das können wir gerne machen, wenn wir das Geld dafür mal haben. Ich würde gerne erstmal so ein bisschen verstehen, wie es überhaupt funktioniert. Und vielleicht weiß ja auch einer von euch, wie man die ganzen Spiele besser einstellt. Wäre natürlich auch dann sehr nett, wenn man mir das irgendwie erklären könnte. Weil ich will, also wir haben fast vieles schon hier durch. Sowas wie Theater oder Bingo machen dann hier auf der Karte halt keinen Sinn, weil wir nicht sehr viel mit Entertaining haben. Aber diesen Spielstand oder dieses Casino, besser gesagt, zu verlassen mit einem positiven Wert, um in einem anderen Casino noch was zu bauen. Ach ja, wir brauchen eh Geld. Das können wir das andere Casino uns gar nicht leisten. Ja. Also da irgendwie dann doch nochmal hier mit einem positiven Ergebnis rauszukommen, wäre natürlich nicht verkehrt in meinen Augen. Haben wir gesagt, 1, 2, 3 zum Platzieren. Jetzt einfach alles der Reihe nach durch. So, Black. Card haben wir. Ne, dann kommt jetzt als nächstes Blackjack. 1, 2, 3. Ja, ich weiß, viele sind da noch nicht im High-Limit-Bereich. Das mache ich gleich. Das haben wir. Ah, ne, das war Baccarat. Ach, Texas Hold'em kommt dann ganz am Ende. Okay, dann kommst du jetzt erstmal. 1, 2, 3. Ah, die hätte man noch schön übereinander malen können. Vielleicht sieht das auch übereinander. Obwohl, lassen wir das so. Ein bisschen versetzt könnte, glaube ich, auch ganz gut sein, damit man nicht zu sehr abgelenkt ist irgendwie. Da ist der Roulette-Tisch. Da ist Texas Hold'em und Streetcard haben wir hier. Das heißt, jetzt fehlst du noch. Eins. Ne, das würde ich nochmal kurz abwarten. Ich mache erstmal. Ich glaube, ich erstmal die Wand. Hier in diesen speziellen Bereich. Dann kommst du nämlich. Die Leute wollen ja auch auszahlen. So, da könnte man noch so einen Wartungsgang machen. Ah, ich glaube, da mache ich doch lieber so. Eins, zwei, drei. Hier ist einmal blockiert, da ist einmal blockiert. Das passt, glaube ich, ganz gut. Kann ich denn jetzt hier eine Wand ziehen? Also hier dürfte es ja nicht gehen, genau. Hier dürfte es gehen und hier dürfte es nicht gehen. Ja, perfekt. Dann haben wir da eine Höhe. Und hier wollte ich jetzt noch etwas luxuriösere Buletten hinbauen. Das heißt, wir können hier eigentlich auch schon mal ein Wandtool machen. Aber jetzt dekorieren wir das Ganze jetzt erstmal, wie es hier sein soll. Toiletten haben wir im Zweifel da noch und da noch. Also Toiletten haben wir hier gerade genügend. Ich will nur da hinten noch mal etwas luxuriösere am Ende des Tages haben. Also vielleicht nicht diesen Tages, aber generell ja. Oh, oder noch eine Bar. Ich glaube, ich würde doch noch mal, oh, eine schöne Bar am Ende noch mal. Ich glaube, ich gehe dann doch noch mal mit einer Bar. Wo ich das gerade gesehen habe. Können wir dich sogar vielleicht hier rüber stellen? Da müssen wir mal gucken, wo genau dann hin. Aber hier vielleicht nochmal eine geile Bar. Wo war die denn jetzt drunter? Bin ich denn gerade drauf gekommen, wo die Bar war? Da. Also die kennen wir ja, das ist ja die Standardbar. Das sind ja die neuesten. Uiuiui, ist die groß. Ja, auch schöne so als Eingangsbereich. Hier vielleicht nochmal zumachen.
dass das wirklich nur zum Buffet gehört. Und hier dann so eine Bar am Eingangsbereich und dann hat man die ganzen Tische dahinter. Dann würde ich dich aber, glaube ich, auch nochmal umplatzieren wollen. Das könnte, glaube ich, sogar echt gut aussehen. Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen was moven. Wo haben wir denn Platz? Hier im Bereich. Ich glaube, jetzt mache ich erstmal die Wände hier komplett weg. Im Zweifel baue ich es nochmal neu. So, machen wir uns erstmal Platz. Oh, da spielen gerade sogar welche. 5.000 Dollar sind da jetzt schon drin, von 5.000, die da drin sein können. Empty Cash Now. Ich will mal einmal kurz sehen. Muss ja der obere Wert sein, oder? Der untere Wert. Oben ist ja wie viel die Karten wert. Haben wir da jetzt 5.000 mitge... Oh, wir haben keine Table-Chips mehr. Das passt nicht. Das sollten wir vielleicht mal hochstellen. Einmal müsste aber noch... Okay, jetzt ist leer. Jetzt ist wieder einmal da. Passt. Ja, stehen wir auch mal hoch. Wir werden ja jetzt gleich noch eine Bar dazu bekommen. 5. Ich würde sagen, überall mindestens 5. Obwohl, Cash brauchen wir nicht. Das ist genügend. Betting-Tickets reicht auch. Bier stellen wir auch nochmal hoch. Und die kommen in 19 Stunden. Ja, das können wir natürlich auch verändern lassen. Aber das müssten wir erstmal erforschen. Aber machen wir jetzt erstmal die Bar. Dann muss das jetzt einfach ein bisschen warten. Kommen wir gerade nicht dann drumherum. So, wo hatte ich das denn jetzt entdeckt? War das hier drunter? Ah ne, das war hier. Nee. War das denn jetzt drunter? Okay, unten bei Komfort und Guests. Die hat was irgendwie. Okay, also ihr seht die Blume, die da drauf ist. Das ist jetzt aber nicht das, oder? Passt nicht so ganz irgendwie. Da hätten wir, glaube ich... Ui, das hat was. Schön noch mit... Ja, die Stühle haben wir überall schon. Die habe ich mir mittlerweile auch ein bisschen satt geguckt. Der Stuhl oder die Stühle dabei? Hier so hin. Oder nochmal komplett abgeschlossen. So nach hier hinten. Könnte echt gut aussehen. Vor allem noch mit dem Boden dann. So, jetzt müssen wir das aber auch gut verarbeiten. Das heißt, hier hinter kommt definitiv eine Wand. Also sofern es geht. Hier geht eine Wand, okay. Dann wollte ich das hier auch noch ein bisschen abgrenzen. Jetzt würde ich erstmal den Boden überall drunter machen, um zu gucken, wie es mir denn so gefällt. Bin ich schon wieder bei den Wänden, aber das Wände mache ich später. Die fallen gerade nicht ganz so auf. Ja, es ist dunkel, aber hier oben, wenn das Licht ist und wir können ja auch noch Licht machen, könnte das echt gut sehen. Aber eigentlich müsste das hier mit damit versehen werden. Könnten wir hier... So, haben wir jetzt Pokern? Ja, Pokern haben wir schon da. Du wirst jetzt noch 2-3 Mal versetzt werden. Tut mir leid für den Gast, dass der jetzt denen da immer hinterherläuft. Ich glaube, ich würde dich dann auch einmal drehen. Hier noch mal ein bisschen mehr Freiraum haben. Aber jetzt bin ich mir unschlüssig, wo genau ich die Toiletten hinmachen möchte, ob ich die hier oben hinmache.
Kommst hier auf die Kante. Bin froh, dass ich gerade noch so viel Zeit habe. Diesmal nicht die unterste Reihe vergessen. Ja, so langsam ist aber auch ein großer Bereich. Ja, das passt hier nicht so ganz. Der steht, oder die beiden müssten eigentlich noch nach hier hinten. Vielleicht kriegen wir das noch. Machen wir die Wand vielleicht nochmal auf. Zweiten oder zum dritten Mal. Ich habe da jetzt gerade nicht mitgezählt. So, das du. Hier haben wir etwas mehr Platz. Eins, zwei, drei zum Platzieren. Okay, wir müssen noch zwei nach außen bauen vom Fundament her. Wenn wir hier. Ich hoffe, euch gefällt das auch und ich sage jetzt nicht immer, oh, das sieht so gut aus und am Ende bin ich der Einzige, dem das gefällt. Aber ich finde es gerade echt gut. Vor allem auch hier mit dem. Mit einfach diesem riesen, der riesen Bar da drin. Eins, zwei, dritte, wo ich platzieren kann. Das steht sogar gut. Perfekt. War jetzt wie bei GTA, wo so ein Auto ausgestellt ist, was man so als Preis gewinnen könnte. Das wird auch, glaube ich, richtig, richtig gut aussehen. Ja, wir sind hier im High-Limit-Bereich. Ja, die Zone ist noch nicht überall. Das mache ich gleich. Aber wir können überlegen, wenn wir die Preissatisfact. Achso, wir können in solchen Schritten gehen. Wenn wir die höher machen, so 102%. Wir machen hier nicht viel Gewinn, aber wir holen die Leute in den Bereich rein. Hier machen wir jetzt 1,10 Gewinn. 4 Euro für ein Bier. Ja gut, das sind ja fast Kneipenpreise. Okay, Wein kann schon ein bisschen teurer sein. Aber ein bisschen Bier, ein bisschen Soda. Was war jetzt hier der nächste Step? 2 Euro Gewinn. Naja, was soll's. Ich will die Leute in den Bereich holen. Was jetzt dann so gut aufgeht, ist eine gute Frage. Oder hier, ja, irgendwie vielleicht noch Deko und wir gehen doch noch ein bisschen weiter rüber. Wir haben ja Springbrunnen. Haben wir euch erstmal hier da in den Bereich. Ich glaube, das würde ich sogar mich mir zuerst beschäftigen. Und als allerletztes müssen noch Lampen dahin. Kommst du so rein? Geilen Springbrunnen hier. Müssen wir aber noch zwei rüber gehen. Weil wir können ja auch echt. Also, jetzt bin ich gerade froh, mich hierfür entschieden zu haben, weil man sieht ja auch hier die Säulen. Man könnte auch noch echt schön hier was mit so Säulen machen. Irgendwie so einen Gang in der Mitte oder so. Aber das lasse ich lieber, weil ich glaube, das kriege ich nicht gut hin. Das müsste irgendwo an der Wand. Glaube ich auch. Ja gut, da wird eh was hinkommen. Ja, ich glaube, wir müssten vielleicht einfach hier im Zwischenraum nochmal irgendwie irgendwas dekorieren, damit das nochmal ein bisschen geiler aussieht. Oh, hier ist ja noch eine ganze Menge von den Skulpturen. Da machen wir jetzt erstmal die Sachen, die ich ja noch haben wollte. Ich noch mal einmal kurz gucken. Und da konnten wir es hier einbauen. Hier ging das, glaube ich, nicht mit dem Einbauen. Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, wie wir hier dran gekommen sind. Kann ich jetzt da eine Tür hin machen oder ging das nicht? Doch, das geht. Warte mal, du wolltest gerade eine Fehlermeldung aushändigen. Okay. Die ist jetzt weg. Das heißt, so wird es gehen. Ich jetzt hier hinter versuchen, einfach die Toilette zu bauen. So, und jetzt hoffe ich mal, dass die Wand hier final ist. So, jetzt ist die Frage, wie viel Platz haben wir gerade? Okay, so sehe ich das nicht. Wall-Tool. 10, also 5, 5.
wäre hier. Also hier müssten wir dann trennen nach Männer und Frauen. Unisex hätten wir vielleicht ganz am Anfang die allererste Toilette machen können oder so, aber ich würde das schon gerne trennen wollen. Ja, und wir sind im High-Limit-Bereich, das heißt, auch hier dann nur das Beste. Was machen wir denn hier hin? Geht das? Ah, das ist ein bisschen dunkler. Also dann behalten wir den Stil aber von hier oben bei, wenn wir den jetzt so nehmen. Tür wäre ja dann... Würde die, glaube ich, hier an Position 2 machen. Hier dann die Kabinen hin und bei den... Ich weiß noch gar nicht, wie ich es aufteile. Aber lieber die. Ja, schon. Nee, die. Ah. Die sind hier so offen. Das muss eigentlich nicht sein. Nehmen wir doch lieber die. Machen wir hier vielleicht noch Mülleimer hin. Jetzt müssen wir gucken, wie viel Platz wir dann am Ende jetzt gerade noch haben für die Kabinen und. Komm halt hier rein. Wir haben hier eine riesige Fläche, die unbenutzt ist. Aber was wir 5 Platz haben, ist eigentlich gut. 2, 3. Ich gehe nochmal 2 nach hinten. Dann können wir nämlich auch, haben wir da auch nochmal 5. Also so. Wall. Wall. Und ich komme jetzt ein paar weg. Und hier kommen nämlich jetzt wieder welche hin. Weil ich will so einen Sichtschutz gerne einbauen. Ja, hier ist vielleicht ein kleiner Engpass, aber damit müssen wir ins Leben. Hier könnte man auch richtig schöne Blumen machen. Ja, und bei den, ja, was machen wir denn jetzt? Wo machen wir Damen, wo machen wir Herren hin? Ich mache jetzt einfach mal hier die Damen hin, weil das jetzt ist schneller. Wir haben jetzt halt einfach 10 Kabinen hier. Ja, ich weiß, der Raum ist noch nicht erreichbar. Die Herren. Ebenso, aber falls es nur mal das kleine Geschäft ist, gerne auch so. Das heißt, wir machen zack, zack. Und da ist auch direkt die Tür. Ja, hier ist natürlich jetzt blöd, dass das so nah an der Wand ist. Aber dadurch ist es nochmal ein bisschen versteckter. Machen wir nochmal kurz die Räume dahin. Und das würde ich aber nochmal irgendwann anders dekorieren. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Ah, okay. Fehlermeldung weg. Also das fehlt noch. Da, hier fehlen ja noch Lampen. Ich würde jetzt hier erstmal den Boden machen, die Wände machen und dann mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Nichts vergessen, perfekt. Das wird jetzt ein bisschen oder etwas länger dauern. Ich mach das hier hinter auch einfach mal. Wüsste nicht, in welcher Farbe ich das sonst machen möchte. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Rest gehabt auf der Rolle. Hier hinten ist sogar der Automat leer, oder? Oh, wir haben... Moment, waiting for coins. Ich soll checken, ob ich genügend habe oder welche nachbestellen. Okay, wir haben keine Soda mehr da. Das ist nicht gut. Dann ist der auch noch nicht angekommen. Und vielleicht sollten wir das doch mal hochstellen.
Sind zwar, kostet uns zwar jetzt nochmal eine Menge mehr, aber wenn hier gerade keine Coins sind, ist das nicht gut. Zone ist überall. Yep. Das mit Z war echt wertvoll. Haben wir jetzt das Ganze schon mal dekoriert. Es ist ja rein theoretisch kein Licht. Das ist natürlich nicht schön. Aber das wird auf jeden Fall eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Das hier mal, um so ein bisschen zu erahnen. Ach ne, ich wollte ja eigentlich... Eigentlich wollte ich ja drei... nochmal einen hier wegmachen. Jetzt habe ich mich doch so gemacht. Dann mal, lassen wir es so, dann ist der Weg hier ein bisschen größer. Oh, die hängen sich da aber auf. Oder das war, weil ich den das jetzt einfach in den Weg gesetzt war und der Weg noch nicht neu berechnet worden ist. Okay, jetzt gehen sie noch nicht so ganz drumherum. Ja, wie gut funktioniert unser High-Limit-Gambling-Bereich? Keiner spielt einen Automaten, wo ich gehofft habe, dass das so unsere Einnahmequelle ist. Die meisten wollen, glaube ich, hier trinken gehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass 100 von den Dingern in einem so einem Pack sind. Und wir haben gerade 3 Packs von einem gebraucht. Deswegen fehlt da einiges. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt die letzten 3 Minuten nochmal, um einfach mal die Zeit schneller laufen zu lassen. Okay, Hotel könnte man sich auch so langsam wieder überlegen. Da sind nicht mehr so viele Räume frei. Bei 400.000 im Minus. Würde ich einfach mal ein bisschen den Blick hier auf diese Zone werfen lassen und einmal will ich noch gucken, wann die liefern. 15 Stunden, haben wir erst 4 Stunden rumbekommen. Kann ich vorstellen. Die ganze Zeit so langsam laufen lassen. Ich werde jetzt einmal gucken, wie das hier jetzt in diesem High-Limit-Bereich aussieht. Eigentlich mit Fokus auf die linke Seite, in der Hoffnung, dass da mal jemand spielen geht. Aber das sieht eher nicht so aus. Die Bar kommt sehr, sehr gut an. Lockt damit vielleicht den einen oder anderen in diesen Raum. Aber sieht gerade nicht so aus, als ob sich das rentieren würde. Wir könnten vielleicht nochmal ein bisschen für ein, zwei Gäste vielleicht mehr sorgen. Wir haben ja noch. Haben wir nicht noch so Automaten? Da. Snack-Automaten, die suche ich. Vielleicht auch nochmal hier hinstellen. Vielleicht will sich nicht zwingend jeder an die Theke setzen. Vielleicht will auch einfach sich jemand hier mal am Automat was holen. Also Mülleimer macht zwar immer wieder so die Sicht ein bisschen kaputt, den Anblick. Aber das muss einfach sein, weil was ist noch lästiger als Mülleimer zu sehen? Den Müll die ganze Zeit mit rumschleppen zu müssen. Ja, hier haben wir natürlich, warten wir natürlich jetzt auch noch auf Soda, was wir nicht mehr haben. Muss halt der Truck kommen. Aber ich will mal gucken, ob wir unseren Fehlerbogen haben. Mit den Hotelzimmern müsste ja, wir haben ja gesehen, wie voll ist da. 44.000. Dann kommt Tag 29 mit 53.000, die Werte werden wir erstmal lange nicht erreichen, weil wir den Preis senken mussten. Dann kommt Tag 30 mit 2.600. Dann kommt Tag 31 mit 24.000, immerhin mal wieder. Und ich glaube, bei diesen 24.000 werden wir jetzt hängen bleiben. Das macht overall 120 Leute. 34.000 Gewinn. Eieiei. Okay, wir müssen echt mal sparen. Also wirklich mal so richtig. Guck mal, ob wir hier noch irgendwo Geld drin liegen haben. Was machst du eigentlich da die ganze Zeit? Kannst du da gerade auch schon. Fehlst du irgendwas? Wenn ich jetzt einfach mal sage, empty now. Okay, hat ein anderer geholt. Ne, also hier möchte keiner spielen. Wir können ja mal einmal noch zum Abschluss gucken. Also die spielen mit mindestens 50 Dollar. Das sind halt alles noch die alten Beträge, wo wir da 1 Cent hatten. Und gerade die, hätte ich gesagt, sind sogar noch ein bisschen attraktiver. Dadurch, dass die ja denselben Jackpot gewinnen können wie die hohen hier. Aber wenn ich das gerade richtig sehe, hat hier nicht ein einziger gespielt. Alle leer.
Also, oder in Keim sind über 100 drin. Ist nicht gut. Falls ihr hier irgendwas zu wisst oder zu dem generellen Bereich, also mir gefällt der so ganz gut. Wir könnten ein bisschen mehr dekorieren. Man müsste unbedingt Lampen dahin machen. Man müsste die Toilette noch machen. Das sind alles Sachen, die ich auf dem Schirm habe. Aber falls ihr irgendwie wisst, wie wir da nochmal mehr Geld rausziehen können aus diesem Bereich, das wäre echt gut. Oder wie ich am besten auch diese Spiele hier einstelle. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel an sich sagt, jo, das ist im High-Limit-Bereich, deswegen kostet das irgendwie mehr oder so. Da bin ich komplett überfragt. Ich werde mal ein bisschen nachgucken. Vielleicht, wenn ihr auch was habt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Auch gerne über Discord. Wäre ich euch auf jeden Fall dankbar, weil ich will auf jeden Fall noch ein geiles Theater haben. Ich will auch noch mal Bingo spielen mit meinen. Oder ich möchte Bingo spielen lassen. In einem zweiten Casino. Aber bis wir zum zweiten Casino kommen, einmal müssen wir 400.000 noch verdienen, um jetzt gerade auf plus minus null zu kommen. Und dann brauchen wir noch Geld für das zweite Casino, weil ich das ungern hier verkaufen wollen würde. Also, wenn ihr noch irgendwelche Tricks, Tipps und so weiter habt, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Mittwoch sehen wir uns wieder. Vielleicht habe ich bis dahin was herausgefunden. Und ja, ich würde mich über eine Bewertung freuen und wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin. Ciao.